Egal ob bei Kaiserwetter und glitzernden Wellen oder geheimnisvoll und wolkenverhangen. Dieser See fasziniert bei jeder Stimmung und ist atemberaubend schön. Im letzten Video waren wir in Berlin auf der Museumsinsel. Jetzt sind wir ein bisschen südlicher. Wir sind in Pertisau in Tirol am Achensee. Und von diesem herrlichen Fleckchen Erde aus herzlich willkommen im neuen Video. Ich zeige Ihnen heute die schönsten Wanderwege, Einkehrmöglichkeiten und Fotospots rund um den Achensee. Der Achensee ist Tirols größter See, rund 8 Kilometer lang und bis zu 130 Meter tief, mitten im riesigen Naturschutzgebiet Karwendel gelegen. Wer den See hautnah erleben will, der startet am besten mit dem Panoramasteig am Westufer. Der schmale Pfad führt direkt am See entlang. Herrliche Ausblicke inklusive. Und nach einer Stärkung in der Geißalm nimmt man am besten von dort eines der Schiffe zurück nach Pertisau. Ja, wow. Diesen fantastischen Blick, im Grunde auf gleicher Höhe mit den Wolken, hoch über dem Achensee, hat man hier vom Zwölferkopf auf 1480 Meter Höhe. So, ein neuer Morgen, ein neuer Tag. Heute geht's mal nicht am See entlang, sondern hoch über dem See. Wir sind auf dem Weg zur Veilalm. Und es ist wieder mal schade, dass Sie das alles nur sehen, aber nicht riechen können. Denn es riecht wunderbar nach frischen Bergkräutern und klarer Luft. Ja, und das Schöne ist, wenn man dann die Alm erreicht hat, darf man sich auf die leckere Tiroler Küche freuen. Was soll ich sagen? Kaspersknödel, Kaiserschmarren, Gernknödel. Ja, vielleicht haben Sie Lust bekommen auf ein paar Tage Wandern hier in Tirol rund um den Achensee. Sie können das mit Heidegger Reisen tun. Ich setze Ihnen in die Videobeschreibung unten den Link zu unserer Wanderreise Achensee. Ich darf mich verabschieden. Machen Sie es gut. Ihr Johannes Rauser.